Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, gestatten Sie mir eine Vorbemerkung, liebe Kolleginnen und Kollegen von CDU und FDP als Antragsteller. Wir müssten heute nicht über diesen Gesetzentwurf reden, wenn man seitens der CDU und der FDP in der letzten Legislaturperiode etwas kompromissbereiter gewesen wäre bei der Reform der Verfassung. In der Verfassungskommission haben Sie sich wenig nachgiebig gezeigt, hier zu einem Kompromiss zu kommen. Und worum ging es damals? Dann ist ja daran auch, wir zeigten uns, Hans-Willy Körfges war da noch näher dran, Grüne und SPD zeigten sich bereit, hier bei dieser Initiative, die schon damals auf dem Tisch lag, mitzugehen. Aber unserem Anliegen im Gegenzug konnte CDU und FDP nicht folgen. Da ging es ums Wahlalter 16. Aber wenn es der FDP so sehr hier um Bürgerrechte geht, auch die Einführung eines Wahlalters 16 hat was mit Bürgerrechten zu tun. Daher ist dieser Korb damals nicht zustande gekommen. Und den Gesetzentwurf dann direkt nach Scheitern dieser Gespräche einzubringen in der letzten Legislaturperiode war in der Sache auch nicht hilfreich. Jetzt ist nachgebessert worden, wir haben eine neue Legislaturperiode und wir sollten hier auch unvoreingenommen an dieses Gesetzgebungsverfahren herangehen. Das wollen wir auch tun. Worum geht es in der Sache? Es geht um Grundrechtsgewährung, es geht um Verbesserung von Rechtsschutzmöglichkeiten von Bürgerinnen und Bürgern. Und dieses Ziel ist selbstverständlich auch für meine Fraktion unterstützenswert. Aber es muss eben auch die Frage beantwortet werden, die sich im Gesetzgebungsverfahren sicher auch stellen wird. Wo ist die substanzielle Rechtsschutzlücke, also wo ist im umgekehrten Fall der Mehrwert, wo sind die Lücken, die mit diesem individuellen Zugang zum Verfassungsgerichtshof geschlossen werden? Ja, das ist auch ausgeführt worden, sie sind da, wo grundrechtliche Gewährleistungen in der Landesverfassung über das Grundgesetz hinausgehen. Das heißt, die sogenannten überschießenden Grundrechte. Denn mit Artikel 4 Absatz 1 unserer Landesverfassung sind sämtliche Grundrechte des Grundgesetzes ja schon unmittelbares Landesrecht. Also steht jedem Bürger, jeder Bürgerin der Gang nach Karlsruhe offen. Und hier wird doch ein Großteil der Grundrechte und die Schutzmöglichkeiten abgedeckt. Anders als im früheren Gesetzgebungsverfahren der FDP sind nunmehr in der Gesetzesbegründung ja dann tatsächlich auch mal einige Beispiele aufgeführt. Es sind wenige, aber hier wird noch mal konkretisiert, wo hier denn tatsächlich die Lücke ist, wo es hier die überschießenden Grundrechte darstellen, die dann den materiellen Rechtsschutzmehrwert bilden. Mein Fazit an dieser Stelle, wenn wir uns fragen, was ist hier der rechtsstaatliche Profit und da mal rangehen bei einer Einführung der Individualverfassungsbeschwerde zum Verfassungsgerichtshof. Es ist erstens aus meiner Sicht Bürgerinnen und Bürger, die profitieren könnten, wenn denn hier grundrechtliche Gewährleistungen aus der Landesverfassung über die grundrechtlichen Gewährleistungen aus dem Grundgesetz heraus tatsächlich einen materiellen Mehrwert bieten, dann wäre es ein Profit und der gilt es auch zu unterstützen. Ich glaube, das wird, stimme Kollegen Körfges zu, das wird und muss Thema, weil das ist die wesentliche Frage, muss Thema dann auch in der Anhörung sein. Zweiter Profit, der sich ergeben könnte, je nachdem, wie man es gestaltet, dass die Wege zum Verfassungsurteil selber kürzer werden und niedrigschwelliger werden. Auch das könnte ein rechtsstaatlicher Gewinn sein. Und drittens, es könnten identitätsstiftende Effekte zur Landesverfassung und zu unserer Landesverfassungsjustiz entstehen. Und auch das fänden wir positiv, wenn das denn so kommen würde. Wenn dann noch die Frage der Kosten, insbesondere ob es und wie viel mehr Personal denn nun gebraucht wird, denn das gehört zur Ehrlichkeit auch dazu. Wenn man diesen Rechtsschutzmöglichkeiten erweitern will, muss es auch einen Apparat geben, der das dann auch effizient, gut, qualitativ abarbeiten kann. Wenn auch das klar wird nochmal, sehr viel deutlicher, als es jetzt im Gesetzentwurf dargestellt wird, und dass dieser Mehrbedarf dann auch finanziert wird, ja, dann kann auch meine Fraktion wohlwollend in dieses Gesetzgebungsverfahren gehen. Und auch ich freue mich hier auf alle weiteren Anhörungen, wo diese Dinge vertieft werden können. Und am Ende, wenn diese Fragen geklärt sind, können wir uns vorstellen, dem Gesetzentwurf dann auch beizutreten. Dankeschön.